Ganze fing 2010 an. Ich hatte schon immer ein Faible für Tiere und auch Schafe. Und so kam es dann, dass 2010 die ersten drei Schafe und die ersten drei Ziegen bei mir eingezogen sind. Erst haben wir nur eine Obstwiese beweidet und relativ bald dann auch mehrere Landschaftspflegeflächen. Hallo, ich bin der Tristan Wolf, ich bin 32 Jahre alt. Wir sind hier bei uns am Kalmberg auf der Biofarm Wolf. Hier auf der Biofarm Wolf leben Pferde, Rinder, Schafe und ein paar Katzen, Hunde und Hühner. Ja, hauptsächlich sind wir in der Landschaftspflege tätig. Wir haben Mutterkühe, die Dexter-Rinder, haben wir aktuell ca. 70 Dexter-Rinder und wir bewirtschaften rund 100 Hektar Fläche. Ich war hier auf der Waldorfschule gewesen, habe da den Realschulabschluss gemacht und habe dann die Ausbildung zum Landwirt begonnen und auch abgeschlossen. Genau, also wir sind hier in Beiersdorf am Kalmberg. Auf der Fläche, wo wir uns hier befinden, das ist eine Fläche vom Prinz Hubertus. Die haben wir jetzt gepachtet seit schon einigen Jahren. Genau, die Schafe sind jetzt erstmal hier. Das war die erste Weide nach dem Stall. Hier werden sie jetzt noch zwei, drei Wochen stehen ungefähr. Und dann kommt der Friseur. Dann kriegen sie einen Sommerschnitt und dann geht's raus auf die richtigen Koppeln und Weiden. Im Frühjahr kommen die ganzen Lämmer auf die Welt und das einfach zu sehen und mitzuerleben ist so schön. Dann sieht man die Tiere dann heranwachsen. Also bei den Schafen hatten wir schon mal deutlich mehr, aber momentan haben wir so um die 30 Coburger Fuchsschafe. Die Coburger Fuchsschafe sind bei uns rein zur Landschaftspflege. Das heißt, im Sommer über sind sie auf Weiden im ganzen Coburger Land verstreut, mähen da den Rasen. Hier sind wir bei einer Mutterkuhherde. Ich habe momentan drei Mutterkuhherden, haben die Mutterkühe aufgeteilt. Genau, und jetzt ist die eine Mutterkuhherde, die ihre Kälber schon alle hat. Es sind jetzt 10 Mutterkühe und 10 Kälber. 2016 war dann bei mir der Wunsch nach den eigenen Rindern recht groß. Da habe ich mich dann umgeschaut. Ich hatte ja nur die Weideflächen, die wir bisher mit den Schafen beweidet haben. Das heißt, Naturschutzgebiete, Steilhänge, Magerrasenflächen, auf denen das Futter eher etwas schlechter ist. Und so habe ich mich dann umgeschaut und bin dann bei der Extensiv-Rinderrasse, den Dexter-Rindern, gelandet. Die Dexter-Rinder sind Europas kleinste Rinderrasse und kommen ursprünglich aus Irland. Gezüchtet wurden die Tiere um 1860 rum, ursprünglich als Zweinutzungsrind. Das heißt, Zweinutzungsrind heißt für Milch und Fleisch und sollte mit schlechten Futter, schlechten Wetterbedingungen klarkommen und Fleisch und Milch für eine Bauernfamilie liefern. Wir haben verschiedene Bio-Richtlinien, einmal EU-Bio und wir sind dann auch Demeter-Betrieb. Da gibt es nochmal extra Demeter-Richtlinien, die sind nochmal etwas schärfer. Hauptsächlich unterscheiden die sich zur konventionellen Haltung einmal im Winter über den Platzbedarf im Stall und eben auch, dass es vorgeschrieben ist, dass die Tiere entweder im Stall mit Auslauf gehalten werden oder eben im Winter Stall und im Sommer Weidegang. Bei uns ist eben der Weidegang. Mm-hmm.